Adi Schatz. Was machst du da? Adi Schatz. Alles Gute. Ich glaube, der Adi zugelt gleich und hüpft gleich hier hoch. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eigentlich eine Ramses Kitchen Folge und wir stehen auch gerade hier in der Küche. Ich möchte euch aber ganz kurz was zeigen. Wir haben nämlich die Tage gestreamt. Und dann musste ich den Stream abbrechen, weil ich mich verletzt habe, ne? Was ist überhaupt passiert, kann ich euch hier nochmal zeigen. Ich habe mir Wasser gemacht für meinen Tee und ich packe das immer hier in das Glas rein, weil ich komplett bescheuert bin. Und dann ist das Glas einfach geplatzt. Ich gieße das gerade hier rein, da hat es einen Schlag getan. Da hat es hier aus der Seite, hier hat es komplett die Seite rausgerissen. Hier hinten, wenn man da mal reinguckt, da ist ein Sprung, da hat es auch die Seite rausgerissen. Das ist nach hinten. Adi, nicht? Adi, wühl da nicht rum jetzt. Du warst die ganze Zeit unten. Bruder, was geht ab? Die ganze Suppe ist mir entgegengekommen, ist mir hier auf den Oberschenkel, hat mir den Oberschenkel verbrüht. Der brennt immer noch, der ist total rot und feurig. Und hier mein Fuß. Die ganze Haut war ab, ist abge... ne? Weggebrannt, sonst was. Ich war jetzt in der Notaufnahme. Die haben da jetzt einen Verband drum gemacht. Ja, das muss jetzt ein paar Tage so bleiben. Und ich habe das dann erst gesehen. Der Krug ist ja wirklich komplett hin. Adi! So, der Krug ist wirklich komplett hin. Der ist, der ganze Boden ist rausgeplatzt. Wenn ihr das Glas mal jetzt verfolgt, über dem ganzen Glas entlang hier ist einfach nur ein fetter, das war hier ein Theresienglas, ne? Ist ein fetter irgendwas. Da kann man jetzt auf jeden Fall, das ist Fass ohne Boden, kannst jetzt durchgucken. Das müssen wir jetzt gleich mal wegräumen, dass die Bazille hier nicht die ganze Zeit rumwühlt. Adi! Und gleichzeitig möchten wir auch noch was testen, denn wenn ich schon keinen Tee trinken kann, möchte ich gerne Volt-Cola. Das ist das Thema von heute, ne? Die gute alte Volt-Cola. Guck dir das an. Volt-Cola, einmal normal und einmal Volt-Cola mit Orange. Also das ist im Prinzip wie eine, Spezi. Die habe ich auf der Wanderung mit der Shania gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Laden das war. Ist irgendwas zum Schluss gewesen sein? Kann sein, dass das der Aldi war. Es könnte Aldi gewesen sein. Gibt es im Aldi Volt-Cola? Ich weiß es nicht. Volle Energie mit wahrem Cola-Geschmack. Full Energy with True Cola. Und dasselbe hier nochmal. Ja, warte. Juicy Orange with a Kick. Juicy Orange with a Kick. Juicy Orange with a Kick, okay, passt. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Dosen Volt-Cola hier stehen. Die wollen wir jetzt auch mal probieren, wie die schmecken. Ich habe nämlich so einen Durst. Ich konnte noch keinen Tee heute trinken. Das hat mich alles komplett rausgerissen. Wir machen jetzt erstmal die ganz normale auf. Nehmen da mal einen Schluck. So. Volt-Cola, original. Schmeckt ein bisschen nach Arznei. Also hat irgendwie einen ganz komischen Geschmack. Aber ja, das soll natürlich... Schmeckt ein bisschen auch so nach... Traubenzucker im Nachhinein. Das kribbelt ein bisschen im Hals. Aber gut, das ist die Kohlensäure an sich. Energy Cola sind 2010 original. With Natural Koffein Power Cola Extra Strong. Ja gut, dasselbe steht auch alles hier unten drunter. Extra Strong, extra Koffein, extra hin und her. Die Dose hier ist auf jeden Fall schon ein bisschen verbeult und verwühlt, aber egal. Da trinken wir jetzt auch mal draus und dann werden wir wahrscheinlich wieder beides in das auf die dicken Glas rein tun. Und da darf ich niemals Tee reinfüllen, nicht, dass das auch noch explodiert. Probieren jetzt mal die Cola Orange von Volt. Schmeckt im ersten Moment einfach viel, viel besser, weil schmeckst du einfach enorm die Orange raus. Das ist irgendwie sehr fruchtig, angenehm. Dass das irgendwie Energy sein soll, merkst du gar nicht so. Die Cola merkst du auch nicht so durch. Das schmeckt eigentlich eher wie einfach eine Orangenlimonade.
und schmeckt eigentlich ganz gut. Also Volt Cola Orange würde ich auch nochmal kaufen. Die normale Volt Cola kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Wir werden die aber trotzdem jetzt beide mal vermischen, was totaler Humbug ist. Weil dann versaust du eigentlich die gute, die gut schmeckt, und vermischt die mit der ekligen, die eklig schmeckt. Die hauen wir jetzt trotzdem beide mal hier rein. Da seht ihr, dass das wie beim Bier einfach nur aus Schaum besteht. Dann warten wir 3 Jahre, bis es irgendwie hier, wir machen es mal so, dass ihr das hier besser seht. Warten 3 Jahre, bis der Schaum weg ist, das ist wichtig. So. There it is! Yes, there it is! So. Yo! Yo! Jetzt werden wir das mal gemischt zu uns nehmen. Der Fuß sticht, der Fuß brennt, der Fuß, der arbeitet. Ich habe keine Ahnung, was der Fuß sonst noch alles macht. Ziehen uns jetzt mal die Volt Cola rein und würden dann sagen, wahrscheinlich war es das von meiner Seite aus. Eigentlich also, wie gesagt, eine Ramses Kitchen Folge mit Volt Cola. Mit nur kleiner Einführung, was letztens passiert ist. Aber ich glaube, das zieht eh keiner. Bei Ramses Minus nicht so viele gucken. Die es gucken, wissen jetzt Bescheid. Ich habe auch in den Gruppen mal ein Bild geteilt gehabt von meinem Fuß, wie der aussah, als es offen war. Also sehr brutal. Kannst du hier gar nicht zeigen, sonst wird das wieder gesperrt. Wir blenden hier mal ein Bild ein von dem Fuß. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Nee, das ist das erste Mal, dass ich sagen muss, dass es gemischt einfach nicht besser schmeckt. Sonst egal, was du probierst, egal, was du trinkst, wenn du alles zusammen machst, ist das immer ein besserer Geschmack. Aber diesmal wirklich, wenn du das zusammen machst, es schmeckt noch beschissener als die Volt Cola alleine. Und von dem an sich guten Geschmack von der Volt Cola Orange ist einfach überhaupt gar nichts mehr übrig geblieben. Also probier die wirklich mal. Die finde ich eigentlich ganz okay. Gab sie gesagt im Lidl. Vorhin habe ich noch Aldi gesagt. Es ist auf jeden Fall vegan. Also es ist gesund. Da könnt ihr es auch euch reinschlägen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Habt ihr schon mal Volt Cola getrunken? Ja, nein. Schreibt es in die Kommentare und ciao.